Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junges Model, 19 Jahre alt, die es geschafft hat. Sie ist das erste Model, das bei einer der größten Kampagnen, die in Deutschland zurzeit geschaltet werden, auf den Plakaten ist. Eine Kampagne, in der schon Pamela Anderson, Eva Herzigova, Cindy Crawford und wie sie alle heißen, die Talente gezeigt haben. Heute geklebt die neue Kampagne von H&M. Freue mich sehr, dass sie um 18 Uhr nach Dienstschluss vom Plakat gestiegen ist und jetzt hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Diane Heidkrüger. Diane, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns schon mal kennengelernt, nämlich 1992 in der Sendung Schmiteinander. Ja. Da hatten wir dich eingeladen und da hattest du gerade den Wettbewerb gewonnen, Look of the Year. Genau. Ja? Da warst du, unter wie vielen Teilnehmerinnen hast du da gewonnen? Ich glaube unter 10.000. Was war der Preis? Ein Motorroller und Geld und eine Reise nach Paris. Und von da ab ging die Karriere los als Model? Nee, also ich bin dann zurück zur Schule gegangen. Ich war ja 16 damals. Und dann daraufhin, ich wusste halt nicht genau, was ich machen wollte. Und Ende 93 bin ich das erste Mal nach Paris gegangen. Und hast dann auch richtig da gewohnt? Nee, ich wohne jetzt erst seit einem Jahr ungefähr da. Bist du jetzt bei einer großen Agentur? Bei Elite, bei Model Management. Die haben, das ist der Partner von Elite in Deutschland. Ja, und du machst jetzt richtig große Modenschauen. Was ist dein nächster Job? Ich gehe jetzt nach Mailand für die Modenschauen morgen. Morgen? Mhm. Für welche Designer läufst du da? Dolce & Gabbana, Versace auf jeden Fall, Max Mara, mehrere. Also es sind so 15 Shows auf jeden Fall, die ich mache. Die du machst. Und immer raus aus den Klamotten, rein in den Klamotten. Ja. Ja? Kennst du auch schon, wie soll ich mal sagen, so Leute wie, Jerry Hall oder so, die Frau von Mick Jagger, die auch für Mick noch ab und zu mal Geld ranschaffen muss? Ja, wir haben mal... Ja, die Frau von Mick Jagger geht arbeiten. So ist das. Nicht den ganzen Tag im Schloss rumliegen. Frau Jagger arbeitet. Ist doch so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, ich habe mal mit dir eine Modenschau gemacht für Thierry Mugler. Und wie ist die so? Ist sie nett? Verrückt, aber nett, ja. Was heißt verrückt? Ich weiß nicht, also die ist über 40 und sie benimmt sich wie ein Mädchen, die 20 ist. Also. Ehrlich, hat die Probleme mit dem Älterwerden? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Echt? Ja, vielleicht, weil Mick so ewig jung ist. Also jung auf jeden Fall sieht er nicht mehr aus. Also. Hast du ihn mal aus der Nähe gesehen? Nee, nur Fotos. Und aber er soll ja so in Modelkreisen recht gute Bekannte haben für Gespräche und so nach Konzertende. Kriegt man da gar nichts mit? Doch, also ich halte mich da meistens raus. Ich meine... Sag mal so, diese Star-Models, oder wie alt bist du jetzt? Ich bin 18. 18 und nicht mal 19. Nee. Die Star-Models sind doch... Ja, das ist doch unglaublich. Ich meine, mit 18 Jahren schon alleine in Paris, da habe ich nicht mal Paris gefunden mit Interrail damals. Ist es nicht... diese Star-Models sind doch im Grunde schon 10 Jahre älter im Schnitt. Das ist doch eigentlich für ein Model eine andere Generation. Ja? Also für mich auf jeden Fall. Also das sind auch nicht meine Freundinnen, würde ich sagen. Also ich bin mehr mit den Mädchen, die in meinem Alter sind, zusammen. Und sind die älteren Models eifersüchtig? Neidisch? Nee, ich glaube nicht, weil die haben selber schon 10 Jahre Karriere gemacht und die haben genug Geld verdient, also die brauchen das irgendwo auch nicht mehr. Ich glaube nicht, das ist mehr so in den Mädchen, die gerade anfangen, die halt das große Ziel erreichen wollen, da ist mehr Neid. Hast du auch so, wie man das nennt, so Fotoshootings? Ja, klar. Wo werden die gemacht? Also ich bin viel in New York, in Los Angeles, London, Mailand und Paris halt. Und auch so irgendwie, manchmal liest man, müssen nachts um 3 aufstehen, müssen in die Wüste, werden geschminkt und dann im Badeanzug. Ja, ich komme gerade aus Senegal und das war da so, ich war 3 Tage in Senegal und morgens um 4 aufstehen und bis um 11 Uhr Fotos machen und dann abends um 5 bis um 7. Also solange die Sonne mitmacht, ja? Ja, nee, weil um mittags ist die Sonne zu hoch, da kann man nicht mehr machen. Das sieht man dann nicht völlig verpennt aus? Ja, also man geht um 8 ins Bett. Wirklich? Ja. Und wer weckt dann um 4 Uhr morgens? Die Leute vom Schuh. Ja? Und dann kommt um 4 Uhr morgens schon der Stylist und zupft dann hier, Jerry, ach, deine Haare und so weiter. Ziemlich nervig. Um 4 Uhr morgens? Ja. Aber du bist so professionell, dass du sagst, ich zieh das durch. Wir können mal ein paar so Fotos zeigen. Guck mal hier, das ist Sand an der Hand. Hey. Tolles Licht auf diesen Bildern. Wo war das? Im Wasser? In der Karibik irgendwo? In St. Bart. St. Bart, das ist eine Karibikinsel? Mhm.
Und da, man liest ständig, alle Models treiben sich da mit Rockmusikern rum. Ist ja, das so? Stimmt, ja. Wirklich? Mhm. Mit welchem warst du da? Mit keinem leider. Ich habe Fotos gemacht, ich musste arbeiten. Hast du welche gesehen? Models mit Rockmusikern? Also Stephanie Simo war da. Die Frau mal mit Axl Rose zusammen war, ja, der oder? War auch da, aber nicht zusammen, glaube ich. Axl? Ja. Geht denn Axl ins Wasser? Weiß ich nicht, also mit mir nicht. Nein. Da hat diese helle Haut, oder? Ja. Und ist das... Macht das in der Karibik mehr Spaß als anderswo? Ja, klar, weil es ist super Wetter und man hat auch viel Freizeit. Ja. Super. Arbeitest du jeden Tag? Ja, Moment schon. Also seit einem Jahr, seit ich das vollzeitig mache, ist das wirklich jeden Tag, ja. Aber ist ja eigentlich toll, wenn man so gut ausgebucht ist, oder? Ja, also ich bin super. Für mich ist es ideal, ne? Weil ich wusste auch nicht, was ich machen sollte nach der Schule. Hast du die Schule fertig gemacht? Ich habe 11. Klasse fertig gemacht. Und ich habe dann eigentlich aufgehört, mehr oder weniger, weil ich auch nicht wusste, was ich machen wollte. Ja. Also für mich ist es echt ideal. Und jetzt lebst du ganz alleine in Paris, einsam? Nee, ich lebe eigentlich nicht ständig in Paris. Also ich habe zwar eine kleine Wohnung da, aber ich bin sehr viel in den Staaten auch. Also ich bin nie länger als 3 Wochen ungefähr an jedem Ort. Und hast du da auch eine Wohnung in Amerika? Ich miete ein Hotelzimmer an. Ach so, wie unser eins als Touri. Genau. Ja, und als 18-jähriges Mädchen alleine in New York und so. Machen sich deine Eltern nicht wahnsinnige Sorgen? Nee, gar nicht. Nee. Ich war früher Tänzerin, ich habe Ballett gemacht früher und ich war sehr oft in den Ferien in London und so. Ach so, dann ist man natürlich ein bisschen gewohnt. Was machst du, was willst du machen, wenn das mit der Modelkarriere nicht aus ist und Axl und Richard Gere schon weg sind? Keine Ahnung, Prinz von Monaco, nein. Ja, das heißt du durchaus auch ein Mann mit Glatze, nein, ja? Nein, gar nicht, nee. Ganz und gar nicht, nee. Nee, ich stehe da nicht drauf. Brauchst auch keine Gedanken machen. Mein Gott, 18 Jahre alt, es läuft so toll. Morgen ist die Modenschau und da läufst du richtig über den Laufsteg, ja? Mhm. Hast du es irgendwo gelernt? Nee, ich habe mir es abgeguckt von den anderen Mädchen. Wie die das machen? Mhm. Ist es wichtig, dass man so lassiv geht, ja? Das Becken vorschiebt? Es kommt drauf an, für welche Show. Also für Versace ist es so, aber normalerweise läuft man ganz normal. Ganz locker. Das finde ich toll. 92 haben wir uns kennengelernt, da ging es gerade los. Von da ab ging es bei dir bergauf. Im Gegensatz zu mir. Und war toll. Ich wünsche dir viel Erfolg und komm wieder, wenn du ganz oben bist. Ja. Danke dir. Tschüss. Diane Eichhöger.